hier Zwerge. Hui. Geil, dann werde ich tot. Bad. Wo sind die Bogenschützen? Und das ist eine Verstärkung? Will ich mich verarschen? Terroristen, Mörder, Räuber oder aber edle Krieger, die um ihre Freiheit kämpfen gegen einen übermächtigen Feind. Kommt auf den Standpunkt an. Ich habe Jorvet vertraut und ihm geholfen. Ich schloss mich Saskia an und damit der Rebellion neuer Werte und Ideale. Man wird sehen, ob es richtig war. Eines ist sicher. Elfen sind die besten Bogenschützen, die die Welt je gesehen hat. Tja, aber Elfen sterben aus. Jorvet, gerade zur rechten Zeit. Ich muss sagen, das Eichhorn hat ein gutes Gespür. Dann ist noch nichts verloren. Wir müssen Henselt den Fluchtweg abschneiden. Wie meinst du das? Henselt gefällt es hier wunderbar. Nicht mehr lange. Geh zu Jorvet und schließ das Haupttor. Japen sagt, es sei durch Detmolds Zauber beschädigt. Was weiß denn Japen über Tore? Halt mir den Hintern frei, ich gehe es schließen. Das Geschick dieser Schlacht hängt davon ab, Zwerg. Das Tor, das Sultan Shibai nicht schließen kann, muss noch erfunden werden. Ich mag Zwerge. Na komm, du fetter, lustiger Witzbold hier. Weiß Bescheid. Was macht er denn jetzt hier falsch? Verschwinde! Ach, man kann hier hinunterklettern. Das ist doch mal lustig. Werdet ohne mich weg, ey, komm zurück! Die Leiter hineinziehen! Jawohl! Wie zu alten guten Zeiten kämpfen wir wieder zusammen. Unsere Wege kreuzen sich schon wieder. So würde es ein Russe sagen. Ja, denn vor. Jorvet, wir müssen zum Haupttor, sofort. Gib's zu, du hast gedacht, ich käme nicht zurück, Windblade. Du bist verteufelt gut. Wir müssen verhindern, dass Henselt fliehen kann. Und ihn anschließend zwingen, es zu versuchen. Dann nicht gezaudert. Zum Tor! Schon wieder Level up. Geile Scheiße, geile, geile Scheiße. Das Irdenzeichen verbessern. Naja, ich weiß nicht. Oder vielleicht Energie plus 1. Vitalität plus 50. Heliotropzeichen. Was ist ein Heliotropzeichen? Das weiß ich nicht. Das will ich wissen. Deswegen mache ich das jetzt. Ein Mutagen. Was habe ich für Mutagene? Stärke, kritische Effekte, Vitalität. Ne, Vitalität habe ich genug. Reichweite. Ich mache mal die kritischen Effekte rein, glaube ich. Bonus zum Zeichenschaden plus 1, episch. Ne, ich mache das hier. So, da haben wir Vitalität, Heliotropzeichen, dann das hier am Ende. Wohin jetzt? Ja, die bleiben da hängen, ganz lustig. Verarscht.
Bin ich überhaupt richtig? Ja, anscheinend schon. Ja, vielleicht doch nicht. Geschafft! Hä? Sie sind abgeschnitten und angreifbar wie Enten. Vielleicht ergeben sie sich. Herr, eure Befehle. Haha. Wir ergeben uns. Auch besser so. Ist doch nicht so ein schlechter König. Der macht doch irgendwas Böses, ich wette. Die Schlacht ist vorbei, König. Du hast gesiegt. Du diktierst die Bedingungen. Du kennst meine Forderungen. Du verzichtest auf Eden und unterzeichnest eine bedingungslose Kapitulation. Du verpflichtest dich, deine Armee niemals mehr den Ponta überschreiten zu lassen. Ist das alles? Du zahlst Reparationen und erkennst Ober-Eddon als souveränen Staat mit Saskia von Vergen an der Spitze an. Was erwartet mich und meine Leute? Die Freiheit. Das ist nicht wenig. Sieh nur, wie viele meiner Leute bei ihrer Verteidigung gefallen sind. Wie viel willst du? Wir setzen uns in Lokmuin zusammen, um die Höhe der Reparationen festzusetzen. Mit achtbaren Zeugen. Da ist noch etwas. Saskia hat es noch nicht erwähnt. Ich höre. Seit die Welt besteht, gab es Kriege. Und es wird sie immer geben. Die einen siegen, die anderen verlieren. Doch sie müssen im Geiste ritterlicher Prinzipien und Gesetze geführt werden. Worauf willst du hinaus, Zauberin? Kriegsverbrecher müssen bestraft werden. Detmold zum Beispiel. Ich brauche aber einen Berater. Kriegsverbrecher werden bestraft. Du bekommst einen neuen Berater. Und zwar Sheila de Tankerville. Diese Hexe spinnt wohl! Das ist eine unverhandelbare Bedingung. Detmold wird für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen. Sei es drum. Exekutiert ihn. Lasst sie mich nicht zerren wie einen Hund. Ich wette, der macht sich noch frei. Seht, wie ein echter Zauberer stirbt, dumme Huren. Der wird sich teleportieren oder so. Oh, doch nicht. Leiste den Eid und du hast freien Abzug. Mit wem verhandle ich hier eigentlich? Philippa Eilhardt und ich sprechen mit einer Stimme. Sieh dich bloß mit Zauberinnen vor. Sie vergessen allzu oft ihren Platz. Philippa ist meine Beraterin. Ich warte, König. Ich, König Henselt, Herrscher von Kaedwyn, gelobe vor Zeugen, dass ich Eddons Grenzen respektieren werde und den Staat im Pontartal unter der Führung Saskias von Vergen anerkenne. Ich gelobe, die Reparationen zu entrichten, deren Höhe in Lokmuin festgelegt wird. Du bist frei. Zeigt dem König den Weg. Zeit zu gehen, Saskia. Ja. Da stimmt doch was nicht. Womit? Mit Saskia. Ich kenne sie gut. Sie ist nicht sie selbst. Ihre Augen. Wie unter Fistech. Das rührt sie nicht an, kann ich dir versichern. Gehen wir den beiden nach. Was hat wieder zusammengebraucht, die olle Hexe? Was? Sie sind weg. Teleportation. Durchsuchen wir Eilhards Quartier. Vielleicht hat sie in der Eile nicht alles mitgenommen. Ihr wisst ja noch, der Traum, ne? Ihr erinnert euch noch. In dem Traum hat Sheila de Tankerville mit den Königsmördern zusammengearbeitet. Da wurde er der Kopf hingebracht. Habt ihr es gesehen? Ich glaube ja.
Vielleicht haben die Olle ja irgend so ein Absprechen oder so, keine Ahnung. Vielleicht können wir jetzt endlich den Geheimgang benutzen, den ich schauen schon wir uns mal um. Am Anfang machen wollte. Und wie soll ich da ranhauen?